Hey, Dennis Gore hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin Informant Show Nummer 348. Heute am 26. April. Wir sprechen über Bitcoin Mining Computer, die beschlagnahmt wurden in China, über Security Service für Offline Bitcoin Exchanger und über die Nasdaq und die Crypto Exchange. Aber wir beginnen mit dem Preis, Leute, und ihr seht es im Hintergrund, der Bitcoin leuchtet rot. Das sieht nicht so gut aus, ja. Wir waren ja bei 9.700 kurzfristig, ja, und hatten gestern dann einen abrupten Fall bis auf 8.600, jetzt aktuell 8.800. Ich bin mal gespannt, ja, wie es weitergeht. Die 9.000 Dollar ist ja eigentlich so eine wichtige Marke, wenn wir da drüber geblieben wären, hätte es ja weitergehen können Richtung 10. Aber jetzt ja mal sehen, wie der Markt sich noch heute entwickelt. Ich glaube, ja, es könnte nochmal weiter runtergehen, aber lasst uns einfach abwarten. Gucken wir mal nach China rüber. Die Polizei hat im nördlichen China 600 Mining-Computer beschlagnahmt. Die Zahl 600 kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor, ja, aus dem Island-Raub. Ich weiß nicht, ob die jetzt so schnell wirklich nach China gekommen sind, aber Fakt ist, ja, die geht auf die Meldung eines örtlichen Stromanbieters zurück, der einen verdächtig hohen Stromverbrauch gemeldet hat. Ja, und mal wieder haben die Chinesen dann das Ding, die Mining-Equipment beschlagnahmt. Bitcoin Mining ist ja immer noch sehr rentabel, auch beim Preis von 8.800. In China sagt man, aufgrund der niedrigen Stromkosten wird es ungefähr 3.000 Dollar kosten, einen Bitcoin zu minen. Ja, und ja, die 6er Computer, die sind jetzt beschlagnahmt. Ja. Fakt ist, in China, wir alle wissen es ja, es kommt immer wieder Fahrt aus China. Es weht dort ein rauer Wind, was Kryptowährung und die Regulierung angeht. Wir hatten letztes Jahr einige Kryptobörsen, die geschlossen haben. Die sind nach Hongkong, Japan, Singapur ausgewichen. Wir haben die chinesische Zentralbank, die gesagt hat, check den Stromverbrauch, um halt ja das Bitcoin-Mining dadurch zu regulieren ein bisschen. Dann haben sich Gerüchte breit gemacht, dass ja der Zugang zu Exchange-Seiten blockiert werden sollte. Und ja, die chinesische Bank, die Bank of China, hat noch ein Patent angemeldet für eine mögliche Lösung zur Skalierungsdebatte. Also da geht es rund heiß her in China. Und ja, ich glaube, wer Mining in China betreibt, ja, der weiß, dass das mit einem hohen Risiko verbunden ist. Ja, dann gucken wir mal nach Moskau. Ja, Moskau bietet einen neuen Service. Es gibt private Security-Firmen für Leute, die Kryptos verkaufen und kaufen, zum Beispiel über Local Bitcoins, ja, gegen Bargeld. Und dann die Nachfrage nach Bargeld und nach Tausch gegen Bar ist relativ hoch, weil die Gebühren in Russland anscheinend sehr hoch sind. Und ja, es gibt wohl immer mehr Fälle von Leuten, die bestohlen wurden, beraubt worden sind. Bei solchen Transaktionen kann man sich vorstellen, ja, du triffst irgendeinen Unbekannten auf der Straße, den du über eine Online-Anzeige gefunden hast und handelst da mit Cash. Ja, ich persönlich weiß nicht, für kleine Summen mag das vielleicht okay sein, aber bei größeren Summen, ja, das ist definitiv ein Sicherheitsrisiko. Und in Russland gibt es keine große Regulierung. Die Polizei verfolgt solche Fälle nicht. Also wenn Bitcoins gestohlen werden, die kommen auch nicht auf die Liste. Und es scheinen immer mehr solcher Fälle aufzutreten. Ja, die Polizei in Moskau hat jetzt ja einige Gruppen festgenommen. Die haben zum Beispiel einen 20-jährigen Studenten ausgeraubt. Der hatte 1,6 Millionen Dollar, ja, die ihm gestohlen wurden, also ziemlich heftig. Dann gab es einen anderen in Moskau, der hatte 10 Millionen Rubel, also 160.000 Dollar, der wurde auf offener Straße quasi ausgeraubt, ja. Der Dieb hat ihm sein Hardware-Wallet abgenommen und ist abgehauen. Es gibt weitere solcher Fälle. Also man muss wirklich aufpassen. Und diese Security letztendlich, ja, für 15 Dollar die Stunde kannst du die mieten, wenn du auf solche Treffen gehst, ja, und kannst dann ein Auto zusätzlich mieten oder weitere Security Guards, damit du da auf der sicheren Seite bist. Ich glaube, gerade bei höheren Summen, wenn man sowas tauschen will, ist das sehr, sehr interessant für viele Russen, die halt unterm Radar fliegen möchten und nicht über ein teures Exchange gehen möchten, weil gerade bei einem Exchange in Russland sind die Gebühren sehr hoch. Das Ganze ist ja dort unreguliert auch, ja. Und ja, man hat auch weitere Fälle natürlich jetzt bei der Polizei, was sowas angeht, solche Raubdiebstähle und sonstiges, aber die Polizei verfolgt sowas nicht. Und diese Security-Firma, die guckt sich das auch näher an, also die verfolgt auch diese Fälle. Also ich glaube schon ein Service, der für einige Russen sehr, sehr interessant sein kann.
Ja, dann gucken wir mal auf die Nasdaq. Die Nasdaq, es gab neue News in einem Interview mit dem CEO der Nasdaq, Adena Friedman. Der hat im Interview mit CNBC gesagt, ja, wir könnten uns vorstellen, dass wir ein Crypto-Exchange aufmachen oder werden, wenn die Zeit bereit ist, wenn die Leute bereit sind, wenn der Markt ein bisschen mehr reguliert ist. Und für mich ist ganz klar, die Banker, die Wall Street und alle, es ist egal, sie werden an diesem Thema Bitcoin, Kryptowährungen, Blockchain einfach nicht vorbeikommen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Nasdaq dabei ist und die anderen großen Bankhäuser dabei sind. Und es werden auch die Staaten meiner Meinung nach in Bitcoin und Kryptowährungen investieren. Ja, das ist meiner Meinung nach wirklich nur eine Frage der Zeit. So, gucken wir nochmal zum Abschluss auf CoinMarketCap. Die Marktkapitalisierung liegt bei 396 Milliarden, Trading-Volumen bei 32 Milliarden, Bitcoin-Dominance bei 38%. Und ja, wenn wir uns mal angucken, was so in den Top 20 passiert. Ja, der Bitcoin ist nur leicht im Minus, Ethereum und Ripple leicht im Minus. Die einzigen, die im Plus sind in der Top 10, das sind Bitcoin Cash und EOS. Aber hervorsticht OhMyGo, ja, Platz 16 mit 21 Dollar und 28% Kursplus. Damit ist OhMyGo auch ja, der zweite Top-Gewinner hinter dem Kyber Network, die, glaube ich, ein Announcement hatten gestern, Kursplus von 58%. Die Verlierer sind Ado mit 12,4% und DragonChain mit 12,4%. Aber nichtsdestotrotz, der Markt ist in Bewegung, es geht hoch, es geht runter und das ist auch gut so. Also, du hast vielleicht gemerkt, meine Kamera ist ausgefallen, deswegen gibt es jetzt hier nichts mehr zu sehen. Ich verabschiede mich, sage immer, ich bin raus, bedanke mich fürs Zusehen und Zuhören, lass mir ein Like da, wenn es dir gefallen hat und ja, du weißt Bescheid, ja, mach es gut, schwenk den Hut, let's fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!